Hallo, ich bin Thomas von Tony Green Farm. Herzlich willkommen zum Online-Workshop Marrakesch Walls von Beyond Original. Eine Kalkspachteltechnik in einer sehr rustikalen Optik. Fixieren ist immer nicht. Klebebänder, Abdruckfolien fixieren. Okay, wichtig ist, zunächst fangen wir an, einmal die zu bearbeitenden Wandflächen mit der Grundierung Wall Trim von Beyond Original zu beschichten. Das Ganze funktioniert oder sollte im gleichen Farbton ausgeführt werden wie das spätere Finish. Was haben wir denn Schönes im Eimerchen? Wir arbeiten mit dem Farbton Burn Sand oder zu Deutsch, glaube ich, verbrannter Sand. Der Farbton Burn Sand ist ein Schlammton, der ein Hauch rötlicher Pigmente enthält, würde ich mal sagen. Ja, sehr interessanter Farbton. Einmal das Ganze zur leichten Verarbeitbarkeit umgefüllt in unser leeres, sauberes Gefäß. Zack. Damit das Material leichter zu verarbeiten ist, ein bisschen fluffiger machen, einen kleinen Schuss Wasser hinzugeben, wirklich nur einen Schuss. Das Ganze einmal schön durchgerührt zu einer homogenen Flüssigkeit. Wasser soll gut untergerührt sein und dann geht es auch schon los an der Wand mit dem Streichen. Wichtig ist, immer in den Ecken beginnen, nicht zu bearbeitende Flächen vorher abkleben. Die Grundierung Wallprim wirklich einmal auf der ganzen Wand auftragen. Das Wallprim ist sehr wichtig in diesem Fall. Wallprim ist ein 100% mineralischer Kalkspachtel. Dieser Kalkspachtel kann eigentlich ausschließlich auf rein mineralische Wandflächen aufgebracht werden. Da wir die leider in vielen Gebäuden heutzutage nicht mehr finden, die Wände in der Regel mit Gipsputzen versehen sind oder ausgebessert wurden mit Gipsputzen, streichen wir einmal das Wallprim vorweg und darauf können wir dann die 100%ige Marrakesch-Putzbeschichtung auftragen, ohne dass es zur Abplatzung kommt. Wenn Streifen zu sehen sind bei der Grundierung, ist das kein Problem. Bei normaler Raumtemperatur sollte man auf jeden Fall 4 bis 6 Stunden warten. Sieht man aber auch ganz schön dann, es sind keine glänzenden Schattierungen mehr zu sehen. Dann ist das Material auch wirklich trocken und dann kann es weitergehen. Nachdem unser Wallprint getrocknet ist, geht es jetzt auch zum Putzauftrag mit dem Marrakesch Walls. Marrakesch Walls ist wie gesagt ein sehr rustikales Material. Wird aber im Gegensatz zu einem normalen Putz mit Marrakesch gar nicht aufgespachtelt, sondern es wird aufgerollt. Das Ganze passiert in 2 Arbeitsgängen, wobei der 2. Arbeitsgang, da kommt dann auch ein Spachtel bzw. ein Rakel zum Einsatz, werde ich dann auch zeigen. Das Marrakesch-Walls-Material soll nicht verdünnt werden. Das heißt, wir nehmen das so wie es ist, direkt aus dem Eimer raus. Ich packe mir das trotzdem in ein großes Gebinde, dass ich besser mit meiner Rolle rumhantieren kann. Marrakesch Walls ist auch ein sehr ergiebiges Material. Das heißt, wir brauchen so circa 150 ml pro Quadratmeter Auftragsfläche. Ist schon mal schön zu sehen. Ne? Das Ganze ist gar nicht ganz so dick, sondern erinnert auch wirklich an eine Farbe. Ist auch wieder rein mineralisch. Getönt mit natürlichen Pigmenten. Das Ganze wird jetzt trotz alledem noch einmal von mir durchgerührt, damit sich Pigmente und sonstige Inhaltsstoffe gut miteinander verbinden können. Werkzeuge, die für den ersten Auftrag nötig sind. Ein ganz normaler Pinsel und eine etwas größere Heizkörperwalze mit mittlerer Florstärke. Okay, los geht's. Material in die Ecke einbringen. Mal die neuralgischen Stellen. Ach, da einfach wirklich gut Farbe einfach auftragen, satt. So, und jetzt geht's auch schon los. Die Walze ist jetzt wirklich gut zu benetzen. Also wir bringen wirklich viel Farbe auf die Walze auf. So, und jetzt bringe ich das Material im Grunde genommen dünn, kreuz und quer auf die Wand auf. Wichtig ist, nicht rollen, als wenn man eine Wand streichen möchte, sondern wir machen kurze Rollbewegungen und die bitte kreuz und quer. Ja. Damit geben wir der Wand
nochmal den späteren Farbton. Ja, bei der zweiten Beschichtung wird man schön sehen, dass die zweite Beschichtung aufreißen wird. Und deswegen ist es wichtig, den Putz schon einmal vorab aufgerollt zu haben. Ja, damit dann halt die aufgebrochenen Stellen nicht der Untergrund zu sehen ist, sondern wirklich auch das Putzmaterial. Marrakesch Walls die dritte. So, wir kommen jetzt zum finalen Auftrag vom Marrakesch Walls. Wiederum nehmen wir unverdünntes Material direkt aus dem Eimer. So, nehmen uns ein anderes Gefäß. In dieses Gefäß können wir unsere Rolle wieder besser eintauchen. Es wird wieder aufgerollt, wie schon beim ersten Arbeitsgang. Besonderheit bei diesem Arbeitsgang ist dann einfach, dass nach einer kurzen Zeit das Material mit einem Spachtel geglättet wird. Für die Glättung nach dem Rollenauftrag kann man einen Flächenrakel nehmen oder einen Marrakesch-Spachtel. Zunächst wird das Material, wie auch schon beim ersten Gang, einfach wieder mit Pinsel und Roller aufgetragen. Zwischen dem ersten und zweiten Auftrag sollten so circa 4 bis 6 Stunden liegen. Ja, es ist natürlich aber auch möglich, nach einem Tag weiterzuarbeiten, aber bitte nicht noch länger warten. Da Kalk einfach die Eigenschaft hat, zu karbonatisieren. Das heißt, es findet ein chemischer Vorgang bei der Trocknung statt. Dadurch erhält der Kalk seine spezielle Farbe. Ja, und das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, man kann Kalk nicht so ausbessern, dass es nicht sichtbar ist. Ja, das ist eine Besonderheit von Kalk, was mit der Karbonatisierung halt zusammenhängt. Wir tragen jetzt das Material wieder im Kreuzgang mit der Rolle auf. Ruhig ein wenig satter auftragen, nicht ganz zu dünn. Ja. Bitte aber nur so dick auftragen, dass das Material nicht auf der Wand verläuft. Beim Auftrag bitte darauf achten, dass wirklich die gesamte Fläche bearbeitet wird. Das ist hier aber jetzt nicht gewünscht, dass wir Fehlstellen in der Wand haben. Also wirklich einen ganz flächigen Auftrag. Ich finde, nach dem ersten Aufgang ist jetzt schon gut erkennbar, die spätere Optik. Das heißt, wir haben wirklich eine hell-dunkel, eine sehr wolkige Oberfläche, die wir hier gerade herstellen, die dann durch die Bearbeitung, die abschließend mit dem Spachtel, nochmal wesentlich stärker herausgebracht wird. Bei dieser Technik besteht auch die Möglichkeit, nachdem das Material komplett durchgetrocknet ist, mit der eben gezeigten Stahlkelle eine Verpressung auszuführen. Das heißt, die Wand wird mit der Stahlkelle nochmal ganzflächig abgezogen. Dadurch erhält man den sogenannten Tadelakt. Das heißt, der Kalk wird verpresst und wird damit sehr glatt. Und wenn man diesen Vorgang mehrere Male wiederholt, dann erhält man spiegelnde Flächen, wie man das von Putzen beispielsweise aus Italien kennt. Wir beschränken uns hier aber bei dieser Geschichte auf eine matte Optik. Mit besonders großen Flächen empfiehlt sich dann die Bearbeitung auch mit 2 Personen. Ja, in dem Moment, wo das Material jetzt angezogen ist, werde ich die Struktur mit dem Spachtel vornehmen. Hier ist das alles noch für mich gut zu handeln. Ja. Aber es wäre natürlich auch möglich, dass die jetzt gleich folgende Spachtelung von einer zweiten Person ausgeführt wird. Einfach mit ganz leichtem Druck die Fläche einmal gekreuzt. Ich nenne das mal schön streicheln. Ja? Wir streicheln jetzt wirklich mit dem Spachtel die Fläche einmal ab. Ohne viel Druck, kreuz und quer, sehr flach gehalten den Spachtel. Nicht steil, sondern wirklich flach. Wenn hierbei mal eine Stelle nicht gespachtelt wird, ist das auch für das spätere Erscheinungsbild nicht nachteilig. Wichtig ist halt wieder wirklich mit nicht gleichmäßigen, sondern ungleichmäßigen Schlägen, wirklich sehr sporadisch, einmal das Material, das aufgetretene, abglätten. Auch Streifen, die entstehen durch Metallabrieb von der Kelle, sind zu vernachlässigen. Diese unterstreichen wirklich hinterher die rustikale Optik dieses ganz besonderen Kalkputzes. Bei der hier bearbeiteten Wand handelt es sich um eine Wand, die vorher gar nicht glatt war, sondern wir hatten ja eh schon eine kleine Putzstruktur drauf. Ja?
Man kann das Ganze natürlich auch auf sehr glatten Rändern ausführen. Durch die hier bereits vorhandene Struktur bekommen wir eine in jedem Hinsehen doch sehr bewegte Oberflächenstruktur. So, damit kann es jetzt auch schon weitergehen. Das heißt, jetzt wird wieder Farbe mit Pinsel und Rolle aufgetragen. Und unser erstes Stück Wand ist auch schon nahezu fertig. So, hier jetzt bei dem weiterführenden Farbauftrag, ja, ist darauf zu achten, dass in die Fläche, die schon bearbeitet wurde, ja, dort rollt man einfach nochmal das Material auch wirklich rein. Ja. Das heißt, man muss nicht davor aufhören, im Gegenteil, sondern in die bereits auch abgeglättete Fläche, die ja auch noch frisch ist, bitte reinarbeiten. Die geschlagene Grate auch bitte einfach stehen lassen. Diese geschlagenen Grate sind uns bei der weiteren Bearbeitung sogar sehr nützlich und sehr willkommen. So, nach dem zweiten Auftragen des Marrakesch-Walls mit der Strukturierung durch den Spachtel konnte die Wand jetzt trocknen und das Ergebnis kann sich, denke ich, wirklich sehen lassen. Man hätte nun die Möglichkeit, die Fläche auch mit dem Italian Gloss Wachs zu behandeln. Dieses Wachs wird in kreisenden Bewegungen aufgetragen. Dadurch würden wir der Oberfläche eine größere Beständigkeit gegen Verschmutzung geben. Diese Fläche könnte dann auch abgewaschen werden. Wow. Ich brauche hier so eine Dings, so eine Klack, Klack.